Willkommen zurück bei Grand Ages Medieval. Und wir sollen eine Landwehr ausbilden. Schon wieder Wochen her, wo ich gespielt habe. Kasernen haben wir da schon. Beim Spiellobby. Müssen wir noch ein bisschen was ausbauen. Ah, wir haben ja kein Geld mehr, genau. Ist ja richtig. Wie schaut ein Spiellobby überhaupt aus? Mei. Voll in der Entwicklung. Den haben wir ja ganz frisch gemacht. Aber da schau. Die Karawane zieht schon durch. Ist noch ein bisschen langsam da, die Straßen. Wie schaut er aus? Auch schon stattlicher Händler, darf ich mal sagen. Ja, der transportiert schon ordentlich. Wie schaut es in Legolas aus? Ja, ist ein bisschen mehrer. Sehr nett. Da sehen wir die Kirchen, was wir gebaut haben, oder die Kapelle. Sehr schön. Ein bisschen vorspulen tun wir jetzt, damit wir ein bisschen Kohle kriegen. 6,5 haben wir schon wieder. Spielerlobby kraft sehr gut ein, muss ich sagen. Ja. Schauen wir mal, was der so transportiert. Oder ob wir in. Also, wir haben kein Geld. Ich wollte gerade sagen, oder ob wir so viel noch die Betriebe ausbauen können. Können wir mit dem Bautrupp jetzt hergehen und die Straßen da erweitern? War sich kurzzeitig finanziell ausgegangen? Na, erweitern wir mal den da. Aus. Dass der Warentransfer da nach Spielerlobby ein bisschen schneller geht. Sehr gut. Das hängen wir jetzt gleich im Fidschi-Pfeil. Jawohl, jetzt läuft das mit dem Händler auch, das ist ja wunderbar. Wir bilden jetzt einfach so, weil wir es kennen, da insofern eine Landwehr aus. Wir können das sogar schon ausbauen. Könnten wir, wäre Geld vorhanden. Da brauchen wir 2000 für die. Jawohl, jetzt haben wir sie. Hat jetzt gesehen, dass da schon Speer vorbeigekuscht sein. Der hat Flora natürlich ausgeschickt. Die wollen auch die Gegend ein bisschen erkunden. Wir könnten unseren Speer eigentlich auch in die Richtung schicken da. Da so her. Aufsetzen! Vom Gefecht. Wisse, Feldherr, dass du führen und nicht kämpfen sollst. Denn wie dereinst dein Reich, soll deine Streitmacht eines Tages riesig sein. Doch du, ein Mensch, kannst niemals jeden Schwerthieb selber führen. Lass darum Krieger Kriegerhandwerk tun, derweil du einzig Weg und Ziel für sie bestimmst. Dein neuer Trupp ist nun einsatzbereit. Du solltest nun erlernen, wie du deinen Kämpfern Befehle erteilen kannst und wie sie agieren. Da du irgendwann ein riesiges Reich führen wirst, verhalten sich deine Truppen relativ eigenständig, vor allem im Kampf. So musst du dich nicht mit zu vielen Details beschäftigen. Schick keine militärische Truppe nach Legolas. Gut, das machen wir jetzt mal. Da sehen wir, haben wir eine. Das sind die freien Truppen, das sind die Truppen in 500 Kilometer Nähe und die in 200 Kilometer. Egal, was wir da nehmen jetzt. Sie sind ausgewählt. Dann schicken wir sie mal nach Legolas. Kein Problem, machen wir. Ach, Menno. Ah, das sind wieder die ganz die Feinen, die Faulen sind das. Und wir haben Athen entdeckt. Schauen wir mal, ob wir die da auf die Landzungen da schicken können. So gut wie angekommen. Ein bisschen aufdecken, ja. Dann schicken wir sie mal auf den Landzipfel aus. Kein Ding. Liegt in der Nähe. Da können sie auch noch her, sehr geil. Hm.
Werter Leon, meine Späher haben mehr über die normannischen Söldner herausgefunden. Sie lagern südlich eurer neuen Stadt. Ein Adliger scheint sie angeheuert zu haben. Womöglich einer eurer Neider bei Hofe. Findet diese Söldner. Verfahrt mit ihnen so konsequent, wie es euer Vater getan hätte. Und bringt mir den Namen dieser Intriganten. Eudekias Späher berichten von einer kleinen normannischen Einheit südlich von Legolas. Offenbar werden sie von einem Intrigantenadligen bezahlt. Du sollst dieser Information mit dem Trupp nachgehen. Suche südlich der Stadt Legolas nach einem Trupp normannischer Söldner und greife sie an, falls sie es dir gelingt, sie aufzuspüren. Naja, das sollte kein Problem sein. Wir sind hitzigerweise eh schon so in einem Gebiet. Wie angekommen. Ciao, ja, zuerst noch der Ohr. Und schicken den da aus, ja? Was ist das da? Furt? Ja, nett da. Was ist das da? Alte Windmühle. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt kämpfen müssen. Was denn, schicke ich sie gleich wieder an. Ja, ja. War eh klar. Wir treten die Flucht an, holen uns die Einheiten und schicken sie mal daher. Ach, Menno. Schauen wir mal, was sie da finden. Aber vorher noch. Muss das sein? Ja, die befinden sich jetzt schon im Kampf. Wie gesagt, da braucht man nichts tun, das machen die völlig automatisch. Man sieht nur in Balken, blau sind wir, rot sind die anderen. Wir sind leicht im Vorteil. Man sieht es auch, wenn man drüber geht. 58 zu 47 steht. Mal schauen, ob wir das schaffen. Puh. Wochenlang nichts zu essen. Ja, die haben jetzt kein Essen mehr gekriegt. Sinkt die Moral. Und deswegen haben sie aufgehört kämpfen. Schaut es eigentlich mit der Truppenstärke aus. Glaube ich auch nicht gerade rosig. Wochenlang nichts zu essen. Ja, minus 7, das ist sehr schlecht. Sie haben sich nach Legolas zurückgezogen. Wir schauen mal nach Spielelobby. Ja, der wächst und wächst. Das ist ja sehr schön. Was ich aber vom Geld nicht sagen kann. So, die Moral steigt bei denen wieder, sie füllen sich wieder auf. Oder auch nicht. Warum ist das jetzt so? Jetzt aber langsam, sehr schön. Wir haben wieder 17 und Moral 100. Jetzt sinkt die Moral wieder. Vielleicht hat Legolas nicht genug zum Essen. Naja, eigentlich schon. Gut, der Händler war auch da. Jetzt steigt es wieder. Ganz komisch. Was? Schicken wir sie so mal daher. Weit? Und dann befehlen wir ihnen verstärken. Und jetzt gehen sie zur Ausgangskaserne zurück und verstärken sich da. Das heißt, dass sie sich wieder komplett auffüllen. Gut, lassen wir sie das mal machen. Und derweil schauen wir mal, ob wir da Wein produzieren können. 8000 kostet, es fallen genau 600. Das ist schade. Die Händler kommen nicht drüber, muss ich sagen. Jetzt wieder minus 3000. Jetzt aber. Lieber Spielelobby, du produzierst jetzt einmal Wein. Denn das ist dein Exportartikel Nummer Uno. Sonst schaust du nämlich da mit Honig. Ja, die haben auch Honig. Wir haben drei Städte und drei Händler. Und ein Händler ist unterwegs nach Constanta. Das passt eh nicht so schlecht.
Die sind am Weg. Sollten am Weg sein nach Sophie eigentlich. Uns soll sich einer anschließen? Jetzt sind sie unterwegs. Uns soll sich einer anschließen? Und langsam unten links sieht man am Balken, sie füllen sich endlich wieder auf. Das passt sehr gut. Und Spielelobby hat Probleme, dass er Leid kriegt. Für die Produktion von Wein, aber das wird jetzt langsam. Und zack, da startet die Produktion. Das schauen wir uns auch schnell an. Da sollte jetzt der Wein langsam, jawohl, jetzt haben wir schon 4 Fasseln, 6, 8 läuft und sollte langsam für den Export, jawohl, jetzt sind schon 8 weg. Die werden jetzt verkauft und langsam steigt das Geld wieder. Das nutzen wir jetzt aus, um vollständigkeitshalber, dass wir die Straßen da erweitern. Hände aus den Taschen! Und dann sind wir mit den Straßen auch zufrieden. Sehr, sehr gut. Und zack, hat der Bautrupp die Straßen gemacht. Gefällt, gefällt. Wir sind so wieder ein bisschen im Minus. Aber jetzt wird der Weinhandel langsam florieren anfangen, denke ich mal. Und wir bauen im Spielelobby nochmal ein Wein. Sehr gut. Dann, die Truppen sollten auch langsam soweit Ach, sein. Menno. Jawohl, das sind zwar noch nicht ganz aufgefüllt, aber ich glaube, jetzt sollten wir sie schaffen da unten. Wochenlang nichts zu essen. Mann, der Hund sei nicht verfressen, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, die Kampfkraft, die sinkt, dann schicken wir sie halt nochmal nach Sofia zurück. Die Truppe weigert sich auch aufgrund Moralverlust. Steigt es irgendwann auch wieder, ich weiß es ja nicht. Muss das sein? Jetzt laufen sie aber wieder. Dann schicken sie nach Sofia. Damit sie sich da wieder regenerieren, sage ich mal. Muss das sein? Dann warten wir, bis sie da wieder komplett aufgefüllt sind. Also das ist eine Truppe, das ist Wochenlang ja unglaublich. Nichts zu essen. Liebsten Tatsi, wir hauen die jetzt raus. Ach, endlich frei. Ja, und wenn es jetzt wieder erwischt. Da kann ich auch nichts dafür. Zahlt wieder das Geld, das ist ja ein Wahnsinn. Aber jetzt haben wir es wieder. Produzieren wir noch Truppen. Und dann schicken wir die da hoch und hoffe, dass die da nochmal aufräumen. Für so ein paar Hanseln da unten. Ein Aufwand als wir. Warenhaufen, weil da war unser Speer gut. Kein Ding. Schicken wir da her. Der ist eh in der Nähe. Und Spielelobby, du produzierst jetzt noch. Was hast du denn da eigentlich da? Weizen hast du ein bisschen. Nochmal Wein werden wir machen bei dir. Das muss florieren, weil wir brauchen dann nämlich auch Wein. Da haben wir gleich 5. Das heißt, dass der Landwehr fertig ist. Den schicken wir jetzt gleich mal an. Muss das sein? Ja, das muss jetzt sein. Schnauze und mach was. Schauen wir uns bei Spielelobby mal an. Sehr schön läuft's. Jetzt laufen die schon wieder heim, oder was? Man, die gehen wir aber schier auf die Eier, die raunzenden Hunde. Ach, Menno. Was, wenn eh von Legolas gefurt hat? Aber jetzt haben wir's. Sehr gut. Westlich von Thessaloniki wurde eine Gruppe Normannen aufgespürt und vertrieben. Im Verhör behauptet ein Gefangener Ungeheuerliches. Seine Truppe sei von Barnas, dem Grafen von Odessa, bezahlt worden, um in der Gegend um Thessaloniki Raubzüge durchzuführen. Sollte sich dies als wahr erweisen, so bedeutet es 2 Dinge. Zum einen plant der Bruder des Patriarchen eine Intrige, bei der es nur um den Kaiserthron gehen kann. Zum anderen muss die Grenze zu den Normannen gesichert werden.
Noch am gleichen Tag wird ein Bote entsandt, um die Kaiserin zu warnen. Vom Preis des Krieges. Ein jeder Sieg ist zu bezahlen und meistens mit dem Leben guter Männer. Jeder, der für dich gefallen, soll betrauert sein. Doch wird kein Krieg so lange warten, bis du seiner Gräuel begegnen kannst. Drum zögre nicht, in den Kasernen neues Waffenvolk zu werben. Du brauchst jeden deiner Trupps in voller Zahl. Jede militärische Einheit besteht aus einer bestimmten Anzahl an Soldaten. Erleidet ein Trupp während eines Kampfes Verluste, so wird er entsprechend geschwächt. Du solltest geschwächte Einheiten daher anschließend in einer Stadt mit Kaserne schicken. Schicke alle geschwächten Fußtruppen zu einer Stadt mit Kaserne. Sie werden dort automatisch und kostenlos mit 9 Soldaten verstärkt. Diesmal ein bisschen das Mineralwasser auch kriegen. Lecker mir was. Entschuldigung dafür. Truppen. Haben wir da, die raushandenden Hunde schicken wir jetzt nach Sofia. Da sollen wir hin? Ja, da hin und Schnauze. Ja, ich weiß, deswegen habe ich sie lauer geschickt, liebes Spiel. Bah! Die Folge heißt unmotivierte Soldaten. Das sage ich eigentlich, das ist ja ein Witz. So. Einheit wird derzeit verstärkt. Ist dem auch so? Ja, passt. Das geht also echt automatisch. So, beim Livestream gar nicht so mitgekriegt, aber es immer so heimgeschickt. Wie schaut's aus, Spiele-Lobby? Ja. Kleiner Wachstum. Okay, das sind da Wolken. Ich schon denke, das haben wir nicht aufgedeckt. Und da haben wir die alte Windmühle. Da hätte ich gerne Einheiten hinschicken, aber das ums nachherlei wieder. Warum sie so weit laufen müssen. Auf Wanderschaft. Und die werden langsam verstärkt, das ist sehr gut. Jawohl. Die Anschuldigungen gegen Barnas erreichen Konstantinopel und schlagen hohe Wellen. Jedoch völlig anders als erhofft. Durch geschickte Winkelzüge ist es dem Intriganten gelungen, den Senat zu täuschen. Barnas stellt sich selbst als Opfer einer Intrige dar. Es sei Leon Vasselios, der nach dem Kaiserthron giere. Er habe auch Kaiser Konstantin töten lassen. Zudem wird ihm ein Verhältnis mit der Kaiserin unterstellt. Unter diesen Anschuldigungen ist auch Eudokias Einspruch wirkungslos geworden. Nur wenige Senatoren fragen nach dem eigentlichen Grund für Barnas Hetze. Und so geschieht es. Der Senat verurteilt Leon Vasselios in Abwesenheit zum Tode. Werter Leon, es ist ungeheuerlich, was sich derzeit im Senat abspielt. Ich verstehe nicht, warum Barnas so versessen darauf ist, euch zu schaden. Bis sich die Lage beruhigt hat, solltet ihr Konstantinopel meiden und eure Städte weiter befestigen. Leider muss ich auch meinen Besuch in Sofia absagen. Doch sorgt euch nicht, Leon, denn ich stehe auf eurer Seite. Es ist rätselhaft, warum Barnas derart massiv gegen dich intrigiert. Kaiserin Eudeke wird einige Zeit benötigen, um die Wogen zu glätten. Bis dahin solltest du die Stadt Konstantinopel meiden und die Wehrhaftigkeit deiner eigenen Städte erhöhen. Gründe deine dritte Stadt haben wir und erhöhe die Gesamtzahl deiner Einwohner auf 4000. Dazu benötigst du insgesamt 40 Betriebe, die automatisch Arbeitskräfte und deren Familien aus dem Umland anlocken. Gut, wir haben noch 700, brauchen wir noch. Sehen wir links oben. Uns fällt aber allerdings ein bisschen das Geld, damit wir da die Betriebe aufmotzen können. Das waren schon mal 15 Betriebe, da haben wir 3, sind 18. Und da haben wir überall 3 sind 15, sein 8 und 33. 7 Betriebe brauchen wir noch. Die würde ich gern mit dem bisschen Geld, was wir verdienen, in Spielelobby investieren. Dass wir da auch überall noch 3 hinbringen. Am besten das nächste war Honig natürlich. Schauen wir, ob wir das irgendwie da machen. Kannst du echt das produzieren? Ja, weil wir das nicht erforscht haben.
glaube, das habe ich gesagt, tauschen wir aus gegen Bier oder Holz oder ich weiß nicht. Machen wir irgendwie dann. Schauen wir mal. Aber meine Lieben, das alles erst in der nächsten Folge. Wir haben die 20 Minuten wieder voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Daumen oder sogar Abo da lassen. Da würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Grand Ages Medieval.